Hallo liebe Abonnentinnen und Abonnenten, hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer ohne Abo. Es ist noch keine ganze Woche her seit meinem letzten Video und ich habe keine Ahnung, was ich euch da alles erzählt habe. Ich weiß nur, es ging ja vorwiegend um den Kreativurlaub und da habe ich bestimmt gar nicht die Historie erzählt, wie ich dazu kam, jetzt wieder zu häkeln. Und es ist schrecklich, es ist total schrecklich. Ich kann nicht aufhören zu häkeln, aber ich fange mal ein bisschen im Ohrschleim an. Also, Freitag vor einer Woche hatte ich urplötzlich das Gefühl, du könntest dir mal wieder einen Häkel-Podcast angucken. Und da hatte ich ja so meine englischen Podcasts, die ich eine Weile nicht geguckt hatte. Ich will die gar nicht alle aufzählen. Jedenfalls hatten sich ein paar Sachen angesammelt, vor allem von denen, die wöchentlich was bringen. Und die habe ich dann also hintereinander weggeguckt und das auch die ganze Woche durchgehalten. Und ich habe nicht erst nach einer Woche angefangen zu häkeln. Das hatte ich euch, glaube ich, schon erzählt. Am Sonntag habe ich dann gehäkelt. Aber weil ich ja so verrückt war und gar nicht erst in meine ganzen Wolfbestände geguckt habe oder Garnbestände geguckt habe, habe ich mir natürlich ganz viele Sachen bestellt. Und ratet mal, was heute angekommen ist. Die ersten zwei Pakete mit Garn. Ich hoffe jedenfalls, dass Garn drin ist. Ich weiß es gar nicht genau, weil es könnte auch ein Buch drin sein. Aber ich nehme eher mal an, es ist Garn. Denn aus UK hatte ich nur eine Sache bestellt und das war Garn. Aber dazu viel später. Denn als ich dann letzten Sonntag endlich begann zu häkeln, hatte ich euch ja schon gezeigt, habe ich da so mein Eisjahn benutzt und so ein bisschen was im Wellenmuster gemacht. Und yay, es ist fertig. Ich ziehe es jetzt nicht an. Es ist heute wieder ziemlich warm und ihr seht da, ich bin ja wieder völlig falsch gekleidet hier, dunkel und lang und weiß ich was. Sonne scheint, hier oben ist es warm. Ich möchte das jetzt nicht überziehen, aber ich stehe für euch gerne auf und zeige es euch mal von Weitem. Ja, also am Sonntag begonnen. Und ich hatte letzte Woche nicht mal täglich Zeit zum Häkeln, weil, weiß ich was, irgendwelche Sitzungen, Konferenzen, irgendwas. Und habe also nicht jeden Tag häkeln können, aber ich bin trotzdem fertig geworden. Am Freitag war das Häkeln fertig. Dann nochmal ein Close-up von dem Muster. Ich habe dann die Teile gespannt, was ich ja sonst eigentlich nicht so mache. Aber gut, ich habe die gespannt und dann saß ich da. Da lagen die also ich habe die vorher auch gewaschen, weil irgendwie hatte ich das Gefühl, die waren schmutzig. Keine Ahnung, ich habe dann so ein bisschen Haarwäsche, weil ich mein Wollwaschmittel nicht oben habe, mit ins Wasser getan. Egal, ich erzähle heute einen Mist hier. Jedenfalls habe ich die Teile gewaschen und gespannt und gespannt gewartet, dass die dann trocknen mögen. Und während ich dann so da saß, dachte ich mir so, ey, du müsstest jetzt was machen. Und ich habe dann auch was gemacht. Und zwar habe ich den Häkelhaken genommen und ihr seht ja dahinter mir die graue Decke. Das ist diese Irish Lullaby Cable Blanket, also dieses irische Schlaflied, wie heißt es, Zopf. Irische Schlaflied, Zopf, Decke. Oder Einschlafdecke oder wie auch immer man das nennen will. Jedenfalls habe ich mich erinnert, gab es dazu noch ein Rezept, will ich gerade sagen, eine Anleitung für Kissen. Ja, und ich konnte ja nicht aufhören zu häkeln. Und ich hatte noch vier, also drei und ein bisschen Knäuel von diesem Paintbox-Garn, was ich dafür benutzt hatte, für die graue Decke da hinter mir. Also, na, ihr seht ja, da so. Hatte ich noch übrig, drei und ein bisschen, und es sagte, ich brauche drei. Okay, also habe ich mich rangesetzt, mit dem Grünen begonnen und habe dann erstmal ein so ein Teil gemacht. Also, Moment, falsch rum. So rum ist richtig. Und ja, das ist auch das, was ich zuerst gemacht habe. Also dieses Vorderteil hier. Und das ging schnell. Damit war ich, ja, weiß ich nicht, gefühlt 30 Minuten. Wahrscheinlich eher 3 oder 4 Stunden. Das sind, glaube ich, 28 Reihen oder 30 Reihen. Und man wiederholt immer also 4 Reihen werden immer wiederholt. Es sind aber die gleichen 4 Reihen, die man wiederholt. Das Ding häkelt sich im Schlaf, wenn man es erstmal begriffen hat. Und dann waren es nur 45 Maschen. Also toll. So habe ich also die erste Seite gemacht und habe dann am Freitag noch angefangen mit der anderen Seite.
Und jetzt werdet ihr euch fragen, woran kann sie denn sehen, mit welchem Teil sie begonnen hat? Sieht doch genauso aus. Ja, bei dem hier ist hier unten ein Design-Element, das das andere nicht hat. Könnt ihr das erkennen? Also gleich am Anfang bei diesem Moment, wo sind wir? Wo sind wir? Hier bin ich. Bei diesem hier. Da habe ich hier unten zu früh angefangen. Also auf der anderen Seite ist es richtig. Oh, jetzt kommt es erst ins Bild. Okay, kann man erkennen, oder? Hier zu früh, so weit unten. Und hier richtig. Aber ich wollte es nicht nochmal aufmachen, weil who cares? Und wenn ich es euch nicht gezeigt hätte, hättet ihr es gar nicht bemerkt. Gebt's zu. So. Jetzt fliegen hier die Flusen rum. Ich entschuldige mich. Schneide ich aber nicht raus. Ich lasse alles drin, weil ich bin so aufgeregt. Jedenfalls habe ich diese beiden Teile, also Vorderseite und Rückseite gemacht. Und Freitagabend, also ich wollte es eigentlich Freitagabend noch fertig kriegen, damit gleich Samstag früh das erste dänisches Bettenlager Kissen kaufen. Ja, war nicht. Ich habe es also nicht ganz geschafft. Ich musste dann doch noch zwei Reihen auf den Samstagvormittag verschieben. Echt, das war fast fertig, noch zwei Reihen und ich konnte nicht mehr. Ich konnte einfach nicht mehr. Wenn es nicht mehr geht, dann geht es nicht mehr. Naja, jedenfalls habe ich dann am Samstag die letzten zwei Reihen gemacht. Bin zum dänischen Bettenlager gegangen, habe dieses weiße Kissen, was hier drin ist, gekauft. Schade, dass sie die nicht in Grün und Grau hätten, sonst hätte ich die in Grün und Grau gekauft. Aber die hatten sie nun mal nur in Weiß. Und ich hatte die Verkäuferin vorgewarnt. Ich habe gesagt, ich habe hier jetzt so eine selbst gehäkelte Sache dabei und ich würde da gerne mal Kissen stopfen, nicht, dass sie mich als Ladendiebin verhaften. Nee, nee, sagt sie, kennst du schon, machen wahrscheinlich mehrere Leute. Jedenfalls habe ich dann ewig gesucht. Also die Kissen, die waschbar sind, die standen so versteckt. Na, ist ja auch egal. Wer geht dann auch schon ins dänische Bettenlager, um Kissen zu kaufen? Jedenfalls habe ich dann letztendlich 40x40, also hier sind 40x40 Kissen drin und es ist so kuschelig. Ein Mikrofaserkissen, also so, dass auch wirklich das ganze Teil insgesamt waschbar ist. Das Mikrofaserkissen kann man eigentlich bei 60 Grad waschen, was nicht passieren wird, weil das Garn würde ich ja mal maximal bei vielleicht 40 Grad im Schonwaschgang waschen. Eher wahrscheinlich bei 30. Aber es kann in die Maschine, hatte ich glaube ich schon mal erzählt. Und oh, ist das kuschelig, es ist so flauschig. Ja, na jedenfalls Samstag. So, denn am Samstag kriegte ich dann noch eine Sendung. Ach richtig, da kam ein Buch. Ich hole mal das Buch. War nicht weit weg. War im Regal. Oh. So, also, als ich dann wieder. Nee, ich glaube, ich habe sogar zuerst. Aber ist auch egal, ob die Post jetzt vorher oder nachher da war, ist ja auch egal. Jedenfalls war die Post da und hat mir dieses Buch gebracht, was ich mir in meinem Anfall von Bestellwut bestellt hatte. Bestellwut bestellt. Anschlagen und Abketten. Das ist ja eine Schatzgrube. Heißt das so? Ach, guck mal, nur einfach mal so reingucken. Außerdem steht immer der englische Begriff da. Brille, wo bist du? Also, hier steht zum Beispiel Tilly Buddies sehr dehnbarer Maschenanschlag für doppelt und einfach gerippte Muster. Ich kenne Tilly Buddy nicht, aber ist egal. Und dann steht da, wie es auf Englisch heißt. Tilly Buddies very stretchy cast on. Ist das nicht süß? Ich glaube ja auch, dass die Dame, wie heißt sie noch? Leslie Ann Bester, die das geschrieben hat, eine Amerikanerin ist. Also, ich habe es mir schon angeguckt. Da sind also wirklich super Ideen dabei. Wenige von denen, die ich schon kenne, also ich kenne ja ein paar Maschenanschläge, aber ey, so viele, nö. Also kein Fehlkauf, ich bin total zufrieden damit. Wer natürlich jetzt mit seinem Longtail, wie heißt er denn bei uns, Kreuzanschlag, zufrieden ist, meine Güte, macht alles damit. Aber wenn man mal ein bisschen was Besonderes vorhat, dann für den einen Schal, den ich mal gemacht habe, brauchte ich so einen provisorischen Maschenanschlag, wo man also erstmal alles auf einen extra Faden macht, den man dann später wieder. Ist auch egal. Jedenfalls habe ich jetzt hier 54 Ideen zum Anschlagen und Abketten und bis jetzt habe ich noch nichts daraus gemacht, weil ich ja häkle. So, egal. Also, Freitag, die Post war da, dieses Buch kam. Und ja. Die Teile waren noch nicht trocken. So, und es ging ja gar nicht. Denn, also wenn es mich überfällt, dann richtig. Also ich war richtig besessen vom Häkeln. Ich hatte Entzugserscheinungen,
Naja, und das grüne Kissen war ja so ein toller Erfolg. Ich werfe das mal rüber aufs Bett. Und da habe ich mir gedacht, ey, du hast doch auch noch 3,5 Knäuel von diesem grünen, grauen Garn. Grün habe ich ja gerade gezeigt. Und hier kann ich euch jetzt nicht zeigen, was ich zuerst gemacht habe. Und das ist falsch rum, so rum ist richtig rum. Was ich zuerst gemacht habe und was danach, weil hier habe ich den Fehler unten nicht gemacht. Also unten hier ist alles in Ordnung. Da und auch da. Und auf der anderen Seite genauso. Also, Ja, und das musste ja richtig zugehäkelt werden. Und gut, dass ich zwei Kissen gekauft hatte. Denn ich habe ja das Graue auch noch gemacht. Und ja, also, wie gesagt, die passenden Babydecken, also die eine habe ich ja schon weggegeben, die andere liegt da auf dem Bett, die geht ja demnächst nach Berlin. Und ich glaube, da gebe ich die Kissen dann gleich mit. Und dann wollte ich ja, weil das ja so ein tolles Muster ist und so ein Erfolg ist, mir gleich noch mehr Paintbox-Garn in allen Farben bestellen. Ich bin also auf die Seite gegangen, wo ich damals das gekauft hatte. Wartet, loveknitting.com. Und ich glaube, da stand was von, weiß ich was, 30 bis 60 Farben. So, ich brauche 4 Knäuel pro Kissen. Sagen wir mal, ich hätte jetzt immer ein zweifarbiges gemacht. Eine Seite grau, eine Seite grün. In dem Fall ist nicht mehr grau und grün, denn die beiden hatte ich ja jetzt schon. Sondern sagen wir mal weiß und gelb und rot und lila und keine Ahnung. Bei. Gehen wir mal niedrig ran bei 30 Farben. Wären das dann also 30 mal 4? Nee, Moment, nicht 30 mal 4. 30 mal 2, weil ich ja nur die Hälfte mache. Macht also 60. Und ich glaube, ein Knäuel kostet ungefähr 3 €. Was hatte ich gerade ausgerechnet? 60. 60 Knäuele a 3 €. Könnt ihr selber rechnen. Also 180 bis 200 € hätte ich erstmal locker ausgegeben. Kam ja dann noch Shipping dazu. Also. Wie heißt das? Transportkosten? Nee, Versandkosten. Oh, manchmal funktioniert mein Gehirn nicht, vor allem nicht, weil ich so aufgeregt bin, denn hier stehen zwei Päckchen, die ich auspacken will. Egal, jedenfalls, ja, Paintbox-Garn geguckt, viele, viele schöne Farben, aber dann habe ich mich gefragt, ja, okay, dann hast du jetzt dann, was hatte ich gesagt? 30? 30 so eine Kissen. Wer braucht 30 so eine Kissen? Kein Mensch. So, aber egal, ich habe es ja nicht bestellt, sondern ich habe was anderes bestellt. Ich werde mal das Kissen auch gleich loswerden. Denn das kam heute an. Und ich habe heute schon mal vorgearbeitet. Vielleicht sollte ich meinen Top hier auch mal ein bisschen auf den Weg hängen. Huch, weg. Ich habe schon vorgearbeitet. Ich habe schon den Karton hier ein bisschen gelüftet. Den kann ich also jetzt sofort öffnen. Ich stelle den mal auf den Stuhl und hole dann nur raus. Vorsicht, es wird bestimmt wieder irgendwie krinkeln oder krunkeln. Ich muss erst noch was anderes erzählen. Denn warum habe ich denn gerade diese Wolle bestellt, die ich hier gekriegt habe? Also die Wolle, die ich bestellt habe. Okay, hier ist bestimmt die Rechnung drin. Lege ich mal gleich beiseite. Weil ich ja sowieso gerade unterwegs war, bin ich auch gleich noch in den Kiosk gegangen und habe mir mal eine Zeitschrift gekauft. Eigentlich sollte am 29. August die Kreativstricken erschienen sein. Ich erfuhr dann allerdings im Laden, dass die ihren Rhythmus geändert haben. Und zwar steht im Juni-Heft noch drin, dass die im August das Neue veröffentlichen, aber er hat auf seiner Liste nachgeguckt, das ist irgendwann Anfang Oktober. Also vor Oktober brauche ich nicht mehr hinzugehen. Und da habe ich mich also mal nach einer Häkelzeitung umgeguckt und habe dann die hier gefunden. Und gekauft habe ich die, weil hier diese interessanten Schals sind. Also jetzt nicht meine Farbe, aber interessante Schals. Und dazu steht hier drin, dass es also ein Garn gibt. Hier ist nochmal groß. Es gibt also ein Garn, das automatisch diese Karos macht. Hier haben sie übrigens nochmal so ein Polunder oder was auch immer das sein soll und Stulpen und so. Ja. Und da steht auch eine Anleitung drin, wie man vorgehen muss, irgendwie hier davor oder dahinter, wie man vorgehen muss, um dann diesen Karo-Effekt auch zu erhalten. Eine ganze Seite, wie man das machen muss. Und es gibt, das Schöne daran ist, also ihr seht das ja hier vorne, das eine ist gestrickt, das andere ist gehäkelt. So, und weil hier drin noch mehr Sachen sind, die ich potenziell vielleicht mal machen will, wie zum Beispiel, ich zeige es euch mal, die Jacke hier, also. Diese, oder vielmehr eigentlich diese Jacke, weil das ist nicht so meine Farbe. Das andere ist meine Farbe. Und ich habe genau die Wolle auch bestellt, aber die ist noch nicht angekommen. Weil ich die woanders bestellen musste, die hatte Junghans nicht. Und naja, bla, ist auch egal. Jedenfalls
Ich zeige euch nochmal das große Bild von diesen Schals. Okay, Vorführeffekt, ich finde es nicht. Doch, hier. Also. Stricken. Häkeln. Okay. Schicke Schals, oder? Nur müssten noch eine andere Farbe haben. Ist nicht meine Farbe. Obwohl das Orange, je länger ich mir dieses Orange-Grau dunkler angucke, umso besser gefällt es mir. Aber ich bin also gleich mal ran und habe Herrn Google gefragt, wo kriege ich diese Wolle? Und Herr Google sagte, ich kriege die bei Junghans. Und weil ich Kundin bin bei Junghans Wolle, habe ich natürlich dort bestellt. Und ich habe die bestellt in Brille. Ich weiß nicht, was das hier ist. Grau-Weiß oder so. Hey, wo steht denn die Farbe? Huh. Erstmal wegspringen. 28% Baumwolle, 22% Polyamid. Da sind wir doch noch nicht bei 50. Ach da, 50% Wolle. Farbe Nummer 83. Ja, toll. Gut, also Farbe Nummer 83. Das ist so ein... Ach, da ist noch so ein bisschen Türkis mit dabei. Na, da bin ich gespannt. Und das war eigentlich das Projekt. Na hier. Sendungsverfolgung meinte, das kommt am Samstag definitiv an. Zwischen 8.30 Uhr und 11.30 Uhr. Ja, was nicht kam, war dieses hier, denn durch irgendeinen komischen Ablesefehler war das Paket auf einem anderen Zustellfahrzeug gelandet, also nicht auf meinem. Okay, egal, jedenfalls habe ich mir dieses Garn jetzt bestellt, es ist heute angekommen. Und gut, dass ich gerade kein anderes Häkelprojekt habe, weil das, was ich gestern Abend angefangen habe, muss ich leider wieder aufmachen, deshalb zeige ich es ja auch gar nicht erst. Aber ich kann ja jetzt so einen Schal häkeln. Ja, und weil ich eben schon auf Zuwachs gedacht habe, ich werde jetzt den einen häkeln. Aber mein Strick, die Energie fürs Stricken, weil die Lust fürs Stricken kommt sicherlich auch bald zurück, habe ich noch eine andere Farbe bestellt. Also die muss man wahrscheinlich nebeneinander sehen, um überhaupt zu sehen, dass es unterschiedlich ist. Also Farbe 83 hatten wir schon. Und das hier ist Farbe Nummer 84. Na, so ein Zufall. Farbe Nummer 83, Farbe Nummer 84. Man sieht es ein bisschen, da ist so ein Dunkelblau noch mit dabei. Hier ist mehr so ein, also Dunkelblau, Hellblau und Grau und so. Und hier ist noch so ein bisschen Türkis dabei. Ich weiß noch nicht, was ich häkle und was ich stricke. Also das Stricken wird ja erst noch... Obwohl, wenn es so ist, wie es beim Häkeln war, dann kann es nicht mehr lange dauern. Ich habe nämlich gestern angefangen, Strickvideos zu gucken. Und ich habe gestern aber gemerkt, zum Stricken fehlt mir noch die Energie. Ich habe nämlich meine Shagu-Nadeln genommen, aufgemacht. Und weil ich ja die Kabel da ranbringen muss, habe ich es gleich wieder zugemacht und weggelegt. So weit bin ich also noch nicht. Also ich muss noch einen Tag oder zwei warten, bis ich stricke. Aber ich kann ja in der Zwischenzeit so einen Schal mit Karos häkeln. Ach, wird das ein Ereignis. Ja, naja, und weil man ja jetzt nicht nur 4 Knäuel Wolle bestellt, habe ich da gleich noch 2 andere bestellt. Obwohl ich eigentlich auch nicht so ein Fan von sowas bin. Ich soll was trinken. Ich habe ja auch irgendwo mein Wasser zu stehen. Aber ich kann jetzt nicht trinken, ich muss euch was über Wolle erzählen. Habe ich mir hier so ein Bobbel, ich glaube, die heißen Bobbels. Ja, Bobbel aus Baumwolle bestellt, denn man kann nie genug Baumwolle in seinem Leben haben. Und es ist hier mit so einem Farbeffekt und ich glaube, da sind 200 Gramm drin. So ein Verlaufseffekt. Ja, ist sonst eigentlich gar nicht so mein Ding, aber ey, ich weiß nicht, warum ich das bestellt habe, aber da gibt es bestimmt da drin auch irgendwas, was ich machen will. Ich habe es nur vergessen. Wir können ja noch mal blättern, bevor ich euch dann das letzte Knäuel aus dem Päckchen zeige. Ich glaube, das war weiter hinten. Ach ja, eine Stola. Oh, guck mal, ist das nicht auch toll? Also es ist ein Poncho. Ach, der ist so schön. Aber, ja. Poncho und ich, nö. Hier war noch eine Stola drin. Hier. Also im nächsten Jahr dann, wenn ich wieder Schals mache und mir nicht selber wieder auferlege, keine Schals zu machen, dann wird dieses Dola aus einem dieser Bobbel gemacht. So, also der eine Bobbel. Ich sag euch auch die Farbe noch. Es ist die Farbe Nummer 18. Na toll. Ah, ist ja cool hier von innen. Von innen kann man den ziehen. Und bestimmt so vom Außen, wenn man den hier aufmacht. Hier nochmal, dass ihr wisst, was das ist. Woolly Hugs Bobble Cotton mit 50% Baumwolle und 50% Polyacryl.
viel zu viel Chemie, wenn er mich fragt. Aber egal, ich habe das mal bestellt. Sieht auch recht faszinierend dünn aus. Ja, und dann habe ich gleich noch einen bestellt in einer anderen Farbe, einfach weil er da war. Das ist übrigens Farbe Nummer 301. Ist das was anderes? Ah, das ist Bobble Cotton Extra. Und das hier war. Ah, guck mal, ist ein Unterschied. Der eine ist extra und der andere nicht. Okay. Kommt mir gar nicht so viel vor. Wie viel Gramm sind denn da drauf? 200 Gramm, 800 Meter. 200 Gramm, 800 Meter. Schöne Farben, oder? Und die kommen genauso raus, wie sie sind. Naja, vielleicht ist das Hellgrün hier. Hier ist noch so ein Aqua. Das sieht man nicht. Ach doch, jetzt wird es besser. Oh, toll, oder? Ist gar nicht mein Ding eigentlich. Und was ist hier drauf? 200 Gramm, 800 Meter. Jo, das eine ist extra und das andere ist nicht extra. Ja, fragt mich nicht. Könnt ihr ja selber mal googeln. Jedenfalls 6 Knäuel von Junghanswolle. Oh, ich freue mich total. Und wie, oh, wie weich. Wird ein schöner Winterschal. Oh nein! Ich mache einen Schal. Puh, das sind meine Spielregeln, die kann ich auch selber brechen. Ich will diesen Schal machen. Außerdem mache ich es ja nicht wegen dem Schal, sondern wegen dem Muster. Kann ja auch so tun, als wäre es ein Topflappen. Jedenfalls kam heute noch eine zweite Packung und auch da habe ich schon mal ein bisschen vorgearbeitet. Aus UK, wie man an der Briefmarke unschwer erkennen kann. Und zwar, als ich da auf meinem Bestellpfad war, denn man kann ja nie genug bestellen. Also ich habe, glaube ich, ich habe am Samstag, da, ja, das war lustig. Da habe ich gedacht, weil das in irgendeinem Video vorkam, Wooden Vine Yarns mit Sitz in New York. Und habe ich gedacht, ach, guck mal, was die so haben. Und ich war da irgendwie um 15 Uhr irgendwas. Und das, also die hatte nichts im Shop. Eine Tasche. Kein gar nix. Und da stand aber oben, Shop-Update, 10 o'clock Eastern Time. Eastern Time ist 6 Stunden hinter uns. Also 16 Uhr unsere Zeit, 10 Uhr deren Zeit. War ich also fast richtig, habe ich mal gewartet. Und ja, schöne Sachen. Und dann muss ich mich ja erst noch kundig machen, was ist denn das eigentlich, diese Basis, die sie da benutzt. Und ja, gut, die Farben habe ich gesehen. Und dann hatte ich ja, irgendwas im Warenkorb, dann kriegte ich die Nachricht, ja, schon ausverkauft. Panik, also habe ich ganz schnell die 4 Knäuel, die ich drin hatte, noch bestellt. Die habe ich auch gekriegt, also die werden irgendwann kommen. Aber das war mal ein Erlebnis, bei jemandem einzukaufen, bei dem quasi dir virtuell die Wolle aus den Händen gerissen wird. Also ich wollte was ganz anderes bestellen, jetzt habe ich was an. Ich meine, das wollte ich auch bestellen, aber ich habe eben 4 Knäuel. Ist auch nicht so schlecht, denn letztendlich kam eine Summe von 160 US-Dollar dabei raus. Das sind circa 130 Euro. Die Sendung ist noch nicht da, aber weil ich eben so aufgeregt war und dann dachte, okay, jetzt hast du da so einen Garn bestellt, du brauchst noch was dazu. Und weil gerade der Podcast Craften und Treats von Catherine. Moment, steht der hier drauf? Catherine, oh, Brille. Also lesen ohne Brille geht gar nicht mehr. Ach, Senior. Lief, habe ich gedacht, ey, die hat einen Etsy-Shop, geh doch mal bei Etsy gucken. Und da habe ich was bestellt. Und ich ziehe das jetzt mal raus. Achtung, es kringelt. Ich packe das aus. Vorsicht, Vorsicht. Ich kringel mal ein bisschen auf der Seite. Mikro ist hier. Aber es kringelt trotzdem. Nehmt die Kopfhörer ab. Hätte ich auch schon vorbereiten können, aber ich wollte ja noch nicht reingucken. Ich benutze Schere. Ich schneide das Garn durch. Aha. Nein, ich schneide nur die Zipper auf. Ich dachte, ich hätte die Tüte aufgeschnitten. Okay, ich habe die Tüte noch nicht aufgeschnitten. Also ich habe ja da zum ersten Mal bestellt. Ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, was das für Wolle ist. Also irgendwie was mit In the Woods oder so. Das heißt 100% Sustainable Merino. Spun and Superwash. Treated in the EU.
Na toll, wo ist denn die Farbe? Colorway. Deep in the Forest. Tief im Walde von Crafternoon Treats. Tief im Walde. Auch gar nicht so mein Ding. Guck mal, so Verlaufsfarben und so. Davon habe ich zwei. Die fassen sich total gut an. Naja, ist Merino. Ich weiß noch nicht. Ich glaube, ich habe nur für Tücher und Schals eingekauft. Und dann habe ich hier in der Tüte noch drin Tee. Das ist ziemlich gut. Ich mag Tee. Zweimal. Ihr Kärtchen. Also wer Englisch guckt. Oh, guck mal. Thank you. Oh, ein Thank you Kärtchen. Nice. Und die habe ich auch bestellt. Ah, die kann man gar nicht so gut sehen. Das sind Maschenmarkierer. Alle irgendwie, da ist ein Spinnrad dabei und ein Garnknäuel und ein Schaf. Aber ich will die jetzt auch nicht alle auspacken. Ich werde die euch immer zeigen, wenn ich sie benutze. Na, der Schaf ist ja niedlich. Das müssten 11 Stück sein. Ne, 7 Stück und 11 Euro haben die gekostet. Ja, ich glaube, das sind 7 Stück und die gab es für 11 Euro. Supi. Ah, aber das ist ja nicht alles. Brille ab. Ach, ich lasse mal die Brille auf, auch wenn das hier so ein bisschen mit dem Licht so ist. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Klinkel, klinkel, klinkel. Vielleicht sollte ich mal gleich hier reißen. Die heißen. Moment. Falsch rum. So, könnt ihr euch in der Zeit, wie ich hier lese, das angucken. 85% ethically produced Polewarth. 15% Nylon. Okay. The Crafternoon Sock Base. Okay, das werden Socken. Mhm. Treated in the UK. 100 Gramm, 400 Meter. 30 Grad Wäsche. Colorway Fresh. Also, die Farbe heißt Fresh. Habe ich auch zwei Knäuel bestellt. Das könnten also Socken werden. Wahrscheinlich nicht. Viel zu schön für Socken. Wer will denn Socken aus sowas haben? Gut, ist nicht ganz so weich. Also ich muss schon mal sagen, das Merino... Nee, das fasst sich sogar noch weicher an. Ich nehme alles zurück. Das Merino ist zwar weich, aber das hier ist auch weich. Ich bin so aufgeregt. Ich habe noch mehr. Ich habe noch mehr. Okay. Komm hier nicht ran. Aha. Das ist 80% britische Alpaka. 20%, also 80% britisches Alpaka, habe ich gesagt. 20% Shetland. Und das sind 100%, genau. 175 Meter auf 50 Gramm. Okay, muss man per Hand waschen. Marley Twist. Okay. Ich glaube, das war ein Kit mit einer Anleitung, aber eine Anleitung ist hier nicht dabei. Ich frage mich, wann ich die kriege. Die sollte ich nämlich per E-Mail, glaube ich, kriegen. Das hier ist auch das gleiche, 175 Meter. Und das heißt Caramel Cream. Das war... Moment. Marley Twist. Das hier, Marley Twist. Und das hier, Caramel Cream. So, und dann sind noch zwei in dieser Farbe dabei. Und zwar, hoch, falsche Seite. Coffee in the Mist. Also Kaffee im Nebel. Hey, Coffee in the Mist. Ist auch ein schönes Braun. Ist eigentlich auch alles gar nicht meine Farbe. Aber es ist ein, ja, ist so ein Kit mit diesen vier Knäueln. Die reichen wohl gerade für irgendeinen Häkelschal. Schon wieder Schal. Irgendwie bin ich schalsüchtig. Aber ich habe noch nicht angefangen mit dem Schal. Also ich weiß, dass ich diese einen Schal machen werde. 12 Schals hin oder her. Ich brauche nur einen 13. Und hier habe ich ja die Anleitung noch nicht. Jetzt fällt die Schere runter. Für dieses hier. Also... eigentlich für dieses hier. Huch, wie kriege ich dann alle viermal in den Blick? So.
Ja, das wird ein Schal. Aber ich habe die Anleitung noch nicht. Aber die wird ja sicherlich auch demnächst kommen, sonst muss ich mich mal an Catherine von Crafter und Tweets wenden. Weg. Alles runter, damit die mir die Anleitung schickt und ich dann damit loslegen kann. Ja, das war's. Das wollte ich euch heute erzählen. Ich will euch auf dem Laufenden halten. Jetzt habt ihr alles gesehen, was ich gemacht habe und was ich bisher bekommen habe. Und wenn es dann die Woche weitergeht mit Woolenweinjans und dem anderen Garn, was ich noch bestellt habe, und ein Buch müsste noch kommen. Da habe ich bestimmt dann auch schon wieder was geschafft zu häkeln. Weil ich ja stricke. Stricken ist ja noch nicht. Obwohl, also wenn ich anfange zu stricken, ich glaube, dann werde ich erstmal was mit mehr Farben machen. Irgendwie ist mir so nach Norweger Muster oder sowas. Eventuell sogar eine Mütze. Weil die schnell gehen und ich vielleicht noch kein großes Projekt stricken will. Aber das weiß ich noch nicht. Und wie komme ich darauf? Ich habe nämlich außerdem in der Zeit, wo ich nicht wusste, was ich mit mir anfangen sollte, als nämlich meine Häkelprojekte fertig waren, meine Garnsammlung, und zwar nur die Eisjans, mal sortiert und habe herausgefunden, dass ich drei Knäule in Knallrot und drei Knäule in Grau habe. Und ich dachte, die passen eigentlich ganz gut zusammen, da könnte man irgendwie was machen. Und ja, nur mal so nebenbei, falls es euch interessiert. Aber zum Einschlafen ist immer gut, wenn ich viel erzähle. Okay. Also, das war's dann von mir. Ihr merkt schon, ich bin total happy und aufgeregt und glücklich und ich möchte jetzt gleich loslegen. Mein Häkelhaken wartet. Halt. Ach doch, das Set habe ich euch gezeigt. Das kam ja auch schon an. Die Häkelhaken waren auch so. Dieses eine Wochenende, wo ich einfach mal, keine Ahnung, 500 € rausgekloppt habe, nur für Garne und Häkelhaken und Bücher und Zeugs. Ja, ich habe ja auch 3 Monate vorher nichts gemacht. Da hat sich mal was angespart. Ja, gut, okay, also. Ich fange dann jetzt gleich an zu häkeln und ihr solltet auch machen, was euch glücklich macht und woran ihr Freude habt. Und man sieht sich, wenn man sich sieht. Bis dann. Bye.